machst du denn da, Schorsch? Siehst du doch, ich baue eine Forscherstation für mich und das Eichhörnchen Heidi. Und was wollt ihr erforschen? Na, den Winter. Diese schiefe Hütte wird beim ersten Windstoß auseinanderfallen. Das ist solide Regenwurmarbeit. Die hält sogar einen Sturm aus. Au, 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 au. Mein armes Regenwurm-Schwanzspitzenzipfelchen. Schnell, Schorsch, das müssen wir kühlen. Das genügt aber nicht. Wir brauchen etwas Kaltes. Was kann ich nur dafür nehmen? Na, Schnee. Ist doch ganz klar. Und wo kriegen wir den kalten Schnee her? Schnee entsteht oben in den Wolken. Er besteht aus winzigen Eiskristallen. Diese Kristalle haben immer 6 Ecken und sind fein verzweigt. Schneekristalle glitzern und sehen ganz wunderschön aus. Ich habe noch niemals glitzernden Schnee gesehen. Der ist ganz wichtig. Das ist er in der Tat. Jawohl, daraus kann man nämlich einen Schneemann bauen. Man könnte aber auch einen Schneeregenwurm bauen. Außerdem kann man aus Schnee Schneebälle formen und eine Schneeballschlacht machen. Schneeballschlacht, Schneemann, das ist doch nicht der Nutzen von Schnee. Nicht? Doch, was denn sonst? Schnee ist äußerst wichtig für die Pflanzen im Garten. Er schützt sie vor zu großer Kälte. Glaub ich nicht. Schnee ist doch selbst eisekalt. Aber er enthält außerordentlich viel Luft. Deshalb sind Schneeflocken auch viel leichter als Wassertropfen. Und Luft leitet Wärme nur schlecht weiter. Ich verstehe gar nichts. Pflanzen, die mit Schnee umhüllt sind, geben ihre Wärme weniger schnell nach draußen in die eisige Winterluft ab. Aha, dann schützt Schnee die Pflanzen vorm Erfrieren. Vielleicht solltest du dich auch vorsichtshalber im Schnee eingraben, Schorsch. Nee, ich verziehe mich lieber in meine tolle Forscherstation. Und ich muss mich schnell in der Erde einbuddeln und mein Häuschen verschließen. Ja. Pah, schlaf du nur, wenn du das Beste verpassen willst. Du kannst mir ja dann alles erzählen. Wir sehen uns alle im Frühling wieder. Gute Reise, Herr Günther. Ich kann den warmen Süden kaum erwarten. Bisschen zugig, aber sonst sehr gemütlich. Los, komm mit rein, Heidi. Ja, nein, ich passe nicht ganz rein. Geschafft. Geschafft? Du hast die ganze Station kaputt gemacht. Auweia, das wollte ich nicht. Was machen wir denn jetzt? Weiß ich nicht. Darüber muss ich in meinem Wohngang nachdenken. Sag mir aber gleich Bescheid, wenn's schneit. Ja. Mach ich. Oh, da, eine Schneeflocke. Schnell, Schorsch, es schneit. Schorsch? Schorsch! Tja, zu spät. So ein Mist aber auch. Monika Häuschen. Mit Mann Monika. Die kleine grüne freche Schnecke Monika.